Der Sämann. Der Sämann sät fleißig seine Körner. Naturgemäß gelangen aber nicht alle Körner an ihr erwünschtes Ziel. Einige fielen auf den Weg und vertrockneten. Andere wurden von den Vögeln gefressen, während zahlreiche Körner von den Dornen erstickt und vom Regen hinfortgespült wurden. Was lehrt uns die Parabel des Sämanns? Es ist ganz natürlich, dass uns nicht alles gelingt. Die natürliche Fehlerquote ist zu akzeptieren. So wie ein Fehler nur dann ein Fehler ist, wenn wir aufgeben. Manchmal lehren uns Fehler sogar mehr, als es die Erfolge tun. Wir müssen zuerst säen, unser Bestes geben, uns entwickeln und uns anstrengen. Dann erst können wir ernten. Die Gesetzmäßigkeiten des Lebens belohnen keine Entschuldigungen, sondern Anstrengung. Die Naturgesetze lassen sich nicht umgehen. Drittens. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wir sollten uns auf unsere persönliche Entwicklung, Arbeit, Fortschritte und Erfolge konzentrieren. Nicht auf Fehlschläge, auf unsere Feinde. Es ist natürlich, dass es im Leben Widrigkeiten und Feinde gibt. Ganz besonders, wenn wir Erfolg haben. Akzeptieren wir dies? Tun wir es dem Sämann gleich und säen einfach weiter. Die Konzentration auf Fehlschläge und Vernichtung unserer Feinde wird uns nicht weiterbringen. Viertens. Geduld ist Mangelware in unserer Zeit. Lernen Sie Geduld, Disziplin und Ausdauer. Erfolg und große Ziele lassen sich nicht übers Knie brechen. Eine solide Substanz setzt langwierige persönliche Entwicklung und Arbeit voraus. Arbeit und Geduld sind die sich bedingenden Komponenten des Erfolgs. Wachstum braucht Zeit. Fünftens. Achten Sie auf Ihre Wünsche und Ziele. Sie könnten wahr werden. Was wir säen, ernten wir. Werden Sie sich Ihrer selbst, Ihrer Fähigkeiten, Wünsche und Ziele sorgfältig bewusst und bauen diese weise und diszipliniert aus. Erkennen Sie Neid, Missgunst, Hass und so weiter und arbeiten daran, diese zu transformieren in eine positive Kraft. Versuchen Sie es mit tiefgreifender Meditation. Schaffen Sie sich Ihr Umfeld, welches Sie für Wachstum brauchen. Sehr wahrscheinlich ist dieses Umfeld eines mit sehr begrenzter Smartphone- und Mediennutzung.